Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Two Point Hospital. So, wir spielen weiter in Duck, sonst was. Ich weiß nicht mehr, wie hieß das eigentlich nochmal. Mit den Aufgaben hier. Wo wir die Aufgaben erledigen müssen. Ah ja. Restocking manually. Da will wieder einer eine Beförderung. Gerne. So, Forschung ist im Gange. Diese, wie ist das der Raum nochmal? Auflösungslabor, genau. Im Gange. Damit machen wir auch unser Ziel. Womit wir ja nur unser Geld verdienen, tatsächlich. Gleiches Jahresende. Wir haben momentan zwei Arztpraxen. Ist nicht viel, tatsächlich. Ja, haben wir noch nicht. Sehr schön, 10k gekriegt. Ich frage jetzt, ob wir schon eine dritte brauchen. Eigentlich noch nicht. Chirurgie. Haben wir aber weitem noch nicht. Wir müssen erstmal gut Geld verdienen, tatsächlich. Sonst machen wir gar nichts. 4 von 4, wieder 20k, sehr gut. Wir sollten auf jeden Fall, doch, wir sollten noch eine... So, da müssen wir aber noch einen einstellen. Nehmen wir uns den hier. Stellen eine schöne Bank vor. Da auch noch eine, so. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, so, aber ist egal. Passt schon. So, Jahresende. Und wir haben 4 Sterne gekriegt. Das ist gut, da kriegen wir jetzt ein bisschen Geld. Und Ruf natürlich. Entwesungsanlage. Boah, wir müssen alles bauen, glaube ich, ey. Ist der Shit. Ich würde hier oben dann die Behandlung weitermachen. Oder hier. Mal schauen. Beta auf jeden Fall. Weil erstmal müssen wir ein bisschen Geld haben. Warum haben wir jetzt keinen Research? Chirurgie. Neue Ziele. Wie viel? Das kriegen wir, glaube ich, hin. A nice sentiment, Augusta, but we don't condone the taking of illegal substances on Two Point Radio. Erhöht die Krankenhausattraktivität. Maintenance announcement. Plants need water. So. Sehr schön, haben wir gekriegt. Diese 75.000 hat er gegeben. Sehr geil. Haben wir noch nicht. Okay. Da sind die Assistenten, okay. Ich finde das Halloween-Setup hier cool. 114.000.
Wir könnten theoretisch... Marketing, okay. Marketing müssen wir auch noch machen, ja. Sollen wir vielleicht hier oben reinbauen einfach. Machen wir mal... Ich würde sagen 2, 3, machen wir 4, scheiß drauf. Markenschränke auch noch ein paar. Mülltonne, klar. Feuerlöscher muss auch sein. Heizkörper natürlich auch. Eine Kaffeemaschine sollte auch da rein. So. Haben wir überhaupt welche für Marketing? Nein. War ja klar. Irgendwas ist ja immer. Wir haben aber welche, die wir einstellen können. Zum Beispiel den hier, der ist relativ billig. Wir machen eine kleine. So. Haben wir. 75.000. Sehr gut, wir sind beide sogar fertig. Cool, wir haben 190.000. Auflösungslabor. Sind wir noch am Forschen? Ist aber gleich fertig. So, ich würde fast sagen, wir bauen... Das Schlimme ist, wir brauchen alles. Sehr gut. Dann forsch mal bitte... direkt das Upgrade. Dann bauen wir den auch direkt. Nur legen, ob wir... Ich glaube, ich kaufe das direkt. Wir fördern einen Mitarbeiter. Ja, das kommt noch. 115 cans of tuna and get one free. DNA-Labor. Alles zu teuer. 50.000, was ist das bei DNA-Labor? Das ist zu teuer. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe Geisterjäger, sehr gut. Befördere einen Mitarbeiter. Ach, das Spritzending haben wir ja auch schon. Weißt du was? Ich baue hier erstmal das Labor rein. So. Mülltonne. Feuerlöscher auch. Ein Heizkörper. Blendskin. Muss sein. So sollten wir dann haben, ne? Da muss ein Arzt rein. Dann nehmen wir uns aber hier ganz normal so ein 0-15 Arzt. Das reicht. So, wir haben das Auflösungslabor. Und ich würde fast sagen, ja, das ist noch zu teuer. Nicht jetzt. Da brauche ich mal die Schocktherapie. Das Problem ist halt einfach... Wechsel. Die sind halt teuer, die Sachen. Spitzenhaus haben wir schon. Entwesungsanlage. Entleuchtungsklinge, Topferei. DNA-Labor. Ja, ist teuer, ey. Was kostet denn? Auch 30.000. Geht der denn 3x3? Nee. Also hat sich das schon erledigt. Strecksaal glaube ich auch nicht. Der ging, ne? Ja, auch nicht. Geht denn nix hier, was 3x3 braucht nur? Die Entleuchtungsklinik zum Beispiel. So. Mal gucken. Bilde einen Krankenpfleger aus. Das kriegen wir hin. Der kriegt dann Diagnostik.
Würde ich auch sagen, wir nehmen dann alle. Achso. Nehmen wir mal die Krankenpfleger. Und dann schauen wir weiter. Eine Epidemie ist wieder ausgebrochen, natürlich. So, gucken wir mal. Da haben wir schon einen. Um eins. Da ist noch einer. Ich glaube, das hier, der ist auch. Haben wir noch einen? Da ist der vierte. Fertig. Danke. Chirurgie benötigt. Und DNA-Labor. Besuch des Bürgermeisters. Wir haben. Haben wir eine Station? Wir haben eine Station, ne? Ja, doch hier. Klar. Sehr gut. So. Könnte natürlich versuchen jetzt, aber ich habe noch keinen Chirurg. Chirurgie kann ich halt nicht machen. Kann ich leider noch nicht machen. Das bringt mir ja nichts, wenn ich, ich habe Chirurg, ich habe einen Chirurgen hier. Jane Spong. Aber die Chirurgie war teuer, ne? Das kann ich mir sowieso gar nicht leisten. Aber vielleicht sollen wir als erst nächstes Entwesungsanlage. Hab ich auch noch nicht. Ja, immer geschmeidig bleiben. Bin dabei, stell dir vor. Was ist mit dir? Ach, du bist noch immer fertig mit der Diagnose. Alter. Ja, kannst nach Hause gehen. Kein Todesfall hier. Gib mir dich. Hopp! Das gibt es nicht. Die Ausbildung ist gleich fertig, das ist gut. Ah, wir heilen jetzt schon die Pixellosen. Ah, da geht schon einer rein. Geil. Und leider nicht. Ja. Personalstimmung ist unter. Nö. Geschlossene Marketingkampagne, sehr gut. Ja, das ist klar, dass jetzt viele warten. Ein Ziel wurde erreicht, $60,000, sehr gut. Einen zweiten, hoffe ich, kriegen wir gleich auch, dass wir einen befördern können mal. Chirurgie habe ich nicht. Du wirst. Was hier Bilder ein kann. Mach ich ja gerade. Schön. 60.000. Plus einer wird noch befördert. Kriegen wir gleich nochmal Kohle. Nochmal 50.000, sehr gut. Dann können wir die Chirurgie jetzt bauen. And once again, I, Sir Nigel Bicklewirth, bid you a very cordial welcome to my humble show. For the next few hours, I shall endeavor to enlighten your gray little lives. So.
Arzneischrank muss sein, Mülltonne muss auch sein, Heizung muss sowieso sein. So, Pflänzchen brauchen die uns nicht rein. So, das heißt, wir brauchen noch einen Arzt. Und einen Krankenpfleger. So. Sollte eigentlich funktionieren. Sollte eigentlich so funktionieren, tatsächlich. Warteschlange aber noch nicht. Aber jetzt haben wir eine Chirurgie. Wenigstens das. So, jetzt müssen wir mal kurz zählen. Wir haben 9 Ärzte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum haben wir 9? Klar. So, haben wir. Wir haben 6 Krankenpfleger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt auch, ja. Da haben wir alles genug. Passt. Läuft. Das läuft. Wechsel haben wir noch nicht. Ja, du mich auch. Achso, die sind am Automaten. Ich wollte gerade sagen, was stehen die in der Schlange? Am Automaten stehen die. Die Frechdachse. Der muss auf Toilette. Ja, dann geh doch. Das ist doch eine. Hau rein. Achso, der ist in der Behandlung. Das ist Farbtherapie, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, ja. So, Chirurgie, okay. Und den haben wir auch bedient. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Arzt mit dem... Da, wo ist der? Er denn? Wo ist er denn? Ach da. Ja. Komm, ab geht's da. Ab hier. Du brauchst nicht wieder rausgehen. Du Wurst. Verarschen? Ah. Was sagen, ey? Wo geht die jetzt hin? Fenster immer grün. Ja, kommt da, okay. People say to me, Sir Nigel, how do you find the fortune to continue such excellent work day after day? And I reply, because I have been bestowed the gift of broadcasting by some divine force, you simple peasant. One does what one is born to do. Passt die da hin? Ach, sehr gut. Das ist schön. Dann baue ich die auch da hinten. Was brauchen wir da? Krankenpfleger. Gehen wir auch hin? Nehmen wir schön die billigen. So. So, hast du jetzt eine Farbtherapie? Sehr gut. Der geht dann jetzt mal auf den OP-Tisch. Na, so langsam wächst es. So, nach und nach kriegen wir die Räume auch zusammen, ja. Krankenhausaktivitäten hochmachen. Da haben wir noch ein Teil.
Machen wir ein paar Heizungen hier hin. Ich würde fast sagen, wir bauen hier noch so ein bisschen was hin. Leute auch was zu lesen haben. Vielleicht noch ein paar Pflänzchen hier. Hier und da. Ha, haben wir schon wieder. Sehr gut. Und wieder 75.000. Ja, Wollingen. Einige 8 Toiletten. Ja gut, das geht automatisch. Denke ich, oder? Wir machen es einfach so. Schon mal 4. Natürlich cool, wenn, da kommt noch einer mit dem Pixel-Zeug. Schocktherapie haben wir nicht gerade. Frakturstation haben wir auch gerade nicht. Weiterbilden gibt es jetzt gerade noch nicht. Station ist einer gestorben, okay. Da ist schon wieder eine Warteschlange bei dem Arzt. Nein. Ja, die sind jetzt natürlich sauber. Müssen wir noch ein bisschen warten. Temperaturkomfort, da kriegen wir hin. You may have heard at some point over the course of your lives that it is improper to end a sentence with a preposition. Bosh and piffle, I hear you say. Over 75.000. Undoubtedly true. Unless you wish to sound like a barbarian, you will never again. This isn't advice I'm going to listen to. Mal überlegen. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal noch eine. Die Arztpraxis noch eine. We're sorry for the litter that you dropped on our floor. So, aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Two Point Hospital. Tschüss singen!